Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent. Ja, dieses Rezept haben wir am Freitag schon gemacht, beziehungsweise ich, weil ich hatte Freitag frei, Anne war im Homeoffice. Ja, angedacht war es eigentlich im Dutch Oven zu machen, aber Freitag war es eisig kalt, was nicht so wild gewesen wäre, aber dazu Wind und leichter Nieselregen ging gar nicht für mich. Also rein auf dem Herd gemacht. Und da seht ihr jetzt die Erbsensuppe. Ne, den Erbseneintopf. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Ja, Freunde, und das sind die Zutaten für unseren Erbseneintopf. Hier haben wir 500 Gramm grüne geschälte Erbsen, die wir über Nacht in 1,5 Liter Wasser haben aufweichen lassen. 300 Gramm Bauchspeck. 600 Gramm Nackenfleisch in Würfeln, eine Stange Porree, eine Gemüsezwiebel, eine Viertel Sellerieknolle, eine kleine Mohrrübe und abgeschmeckt wird nachher mit Salz, Pfeffer, Majoran und Senf. So, das ist alles, was wir benötigen. Ja, dann sage ich mal, lege ich jetzt mal los. Ja, Freunde, was haben wir vergessen, beziehungsweise was habe ich vergessen? Ein Esslöffel Butterschmalz habe ich schon ausgelassen. Und jetzt lassen wir den Speck aus. So. Wir geben auch gleich die Zwiebeln dazu. Und das Ganze lassen wir jetzt so circa 5 Minuten anwischen. Und dann geht's weiter hier. So, nach 5 Minuten. Speck ist schon sehr schön ausgelassen. Zwiebeln glasig angedünstet. Jetzt kommt unser Fleisch dazu. Ja, das ist eine ganze Menge. Mag man gar nicht glauben. Dann geben wir auch gleich den Sellerie dazu, die Karotten und den Lauch. So, alles leer. Das lassen wir jetzt so, ja, auch noch mal so 3-4 Minuten unter ständigem Rühren schön vermengen. Und dann melden wir uns wieder. Ja, nach 5 Minuten geben wir jetzt die letzte Zutat zu, und zwar das Wasser mit unseren Erbsen. So, einmal kurz durchgerührt. Und ich denke mal, ich lasse das jetzt mindestens eine Stunde köcheln. Damit werde ich wohl nicht hinkommen. Aber nach einer Stunde schaue ich mal wieder rein und hole euch dazu. Bis dann. Ja, Freunde, nach 75 Minuten sieht unser Erbseneintopf so aus. Ich lasse das Wasser jetzt noch ein bisschen einreduzieren. Danach wird mit Salz, Pfeffer, Majoran und Senf abgeschmeckt. Ich denke, dann können wir zu Tisch gehen. Und danach kommt auch das Fazit. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Erstmal seid froh, wenn ihr eine Schnippelhilfe habt. Ich hatte an dem Tag keine. Jetzt weiß ich erst, was das für eine mühselige Arbeit ist, das ganze Zeug da kurz und klein zu hacken. Also da bin ich manchmal schon froh, wenn die Anne dabei ist. Okay, es war mein erster selbstgemachter Eintopf, also ganz alleine gemacht. Anne hat zum Schluss ein bisschen abgeschmeckt, aber war total alles okay. Und der Eintopf ist genauso geworden, wie ich es mir gedacht habe, wie ihr es von Jahrmärkten oder von den restlichen verbliebenen Weihnachtsmärkten kennt. Also ich war wirklich begeistert. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar.
Über ein Abo unten rechts würden wir uns immer freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir wünschen euch noch einen schönen zweiten Advent. Bleibt gesund. Bis demnächst. Tschüss. Kühnes Kochkanal.